Moment mal, Aktion für eine offene Gesellschaft. Kultur im Visier der Rechtsradikalen. Die offene Gesellschaft wehrt sich. Podiumsdiskussion am 17. Oktober 2019 im Staatstheater Wiesbaden. So, vielen Dank nochmal für diese Einführung ins Thema, für diesen wirklich sehr, sehr guten Überblick über diese Strategien, die die neue Rechte anwendet im Bereich Kultur, aber auch für die Hinweise darauf, wie man darauf reagieren kann, damit das ins Leere läuft oder damit man das zumindest abwehren kann. Wir starten jetzt in die Podiumsdiskussion zur Orientierung. Wir haben uns dafür so ungefähr 40 Minuten Zeit genommen. Unsere Gäste heute Abend muss ich in Wiesbaden eigentlich gar nicht vorstellen. Ich mache es trotzdem noch mal ganz kurz. Hier sitzt Margarete Goldmann. Sie war von 1986 bis 1992 Wiesbadener Schul- und Kulturdezernentin und anschließend Vorsitzende der VHS, ein Amt, das sie dann 17 Jahre ausgeübt hat. Und sie ist heute aktiv im Arbeitskreis Stadtkultur, den sie 2003 mit ins Leben gerufen hat. Damals war das der Anlass drohende Mittelkürzungen im Kulturetat. In dem Arbeitskreis sind mehr als 30 Kulturträger, Initiativen und Vereine vernetzt. Schön, dass Sie da sind. Und zu meiner Linken Hendrik Seipel-Rotter. Er ist heute Abend hier als Vertreter des Schlachthofs. Dort ist er für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Und wir haben ja schon gehört, der Schlachthof hat einschlägige Erfahrungen gemacht in diesem Bereich. Herzlich willkommen. Herr Seipel-Rotter, es war gerade schon im Vortrag Thema, da ging es um einen Vorfall, der auch mit dem Gastgeber heute Abend zu tun hatte, mit Moment mal. Das hat sozusagen bei Ihnen im Haus stattgefunden, dieser Versuch, dort diese Veranstaltung zu stören, gemeinsam mit diesem russischen Kamerateam. Sie haben aber später auch nochmal andere Formen von Konfrontation mit der AfD gehabt oder sozusagen waren Ziel von PR-Attacken. Vielleicht können Sie uns einfach mal schildern, was da genau passiert ist und wie Sie das erlebt haben. Ja, die Veranstaltung mit der Franziska Schreiber war sozusagen das Kick-off. Also die 2 Tage vor der Veranstaltung hat der russische Fernsehsender bei mir versucht, eine Drehgenehmigung für den Tag zu bekommen, was ich abgelehnt habe. Und die Lambrou Dr. Lorck aus Wiesbaden haben dann trotzdem versucht, mit dem Fernsehsender die Veranstaltung quasi zu kapern und haben dann schon allein deshalb hätte man ihnen den Eintritt verwehren können, weil mit dem Fernsehsender sind sie nicht reingekommen. Allerdings gab es noch einen weiteren Hinweis, wir haben die Veranstaltung ja nicht alleine gemacht, sondern mit Moment mal und der Stiftung zusammen und dann die Lalambrou ist im Vorfeld bei solchen Veranstaltungen schon negativ aufgefallen, weil er sich an bestimmte Vereinbarungen nicht gehalten hat. Und wir haben dann in dem Zuge auch deshalb den Zutritt verwehrt. Und der Lambrou hatte sich kurz danach an die Presse gewandt und hat gesagt, er ist nicht reingekommen und dass er das für ein starkes Stück hält. Und wir haben uns dann im Zuge dieser Pressemitteilung, die vorhin schon mal hier Thema war, geäußert. Und die AfD hat dann später nochmal nachgelegt. Und das war das Facebook-Bild. Genau, das meinte ich, diese zweite. Genau, das war diese zweite Aggression. Und da ging es darum, dass das Facebook-Post, habt ihr eben schon gesehen, sie uns in die terroristische Ecke gesteckt haben und uns die Verlängerung des Bedrohungsaktes nicht mitzeichnen wollten. Und wir haben uns dann überlegt, was wir damit machen und haben uns gedacht, wir ziehen das ins Lächerliche. Und wir haben daraus das gespiegelt bei Facebook und es war einer der erfolgreichsten Posts, die wir jemals hatten. Und wir haben einen riesengroßen Feedback auch von unseren Gästen gekriegt und kurz danach auch eine tolle Unterstützung aus dem AK Stadtkultur und dem Kulturbeirat. Und die AfD hat das dann später wahrgemacht und hat sich in Wiesbaden gegen die Verlängerung des Bedrohungsakts entschieden. Aber das ist mit so viel breiter Mehrheit abgeschlossen worden, dass es also politisch überhaupt keinen Effekt hatte. Vielleicht erklären Sie ganz kurz, was ein Bedrohungsakt ist für alle, die das nicht
so genau bist. Also die Stadt Wiesbaden betraut den Schlachthof mit Kulturaufgaben. Es ist aufgrund einer EU-Richtlinie ab einer bestimmten Menge Fördermitteln ist es notwendig, ist es vielleicht nicht, aber angesagt und besser, das einen solchen Betrauungsakt abzuschließen. Das macht die Stadt weniger angreifbar. Und die weiß nicht, ob das der AfD klar ist, selbst wenn sie das ihr gelungen wäre, diesen Vertrag quasi nicht wieder zur Verlängerung zu bringen, hätte das an dem Geld nichts geändert. Also die Förderung hätten sie gar nicht angegriffen. Aber das nur am Rande. Und die AfD hatte nach dieser witzigen Nummer von uns nochmal eine PM nachgelegt, die wir dann aber nicht mehr kommentiert haben, weil wir nicht wollen, dass wir die Meldung der AfD über Gebühr streuen. Also diese erste Meldung, die hatte 85 Likes, die hier zu sehen war, unsere über 6.000 und beim zweiten Mal haben noch drei Leute was drunter geschrieben, bei der zweiten PM und die haben wir dann nicht mehr nochmal gespiegelt. Die erleben ja auch davon, dass Leute das aufnehmen und dann irgendwie da produzieren. Aber grundsätzlich, weil es eben auch war, wie wehrt man sich dagegen? Wir haben das schon gemacht. Also wir versuchen, solche Sachen schon auch aufzugreifen und für uns zu nutzen. Also das war jetzt, es war zwar der erste Angriff der AfD auf uns, aber es war nicht das erste Mal, dass sich Leute gegen uns gestellt haben. Also wir haben zum Beispiel hinten am Gleis hängt ein Banner, kein Mensch ist illegal. Und da gab es eine besorgte Bürgerin, die hat dem OB Sven Gehrig damals aufgefordert, das abzuhängen. Und dieser Brief wurde uns zugespielt. Und daraufhin habe ich einen Text zur Flüchtlingsproblematik geschrieben und wir haben den veröffentlicht, der auch gut eingeschlagen ist. Oder hier, weil wir jetzt gerade hier im Staatstheater sind, nebenan im Kurhaus gab es 2017 so eine unsägliche homophobe, ich weiß gar nicht, was das war, von der Bündnis, wie heißt das, Bündnis für alle oder so ähnlich. Und die haben sich damals schon dagegen geäußert, dass in Hessen im Schulunterricht gleichgeschlechtliche Partnerschaften Thema sein könnten. Und als wir dann das nächste Mal das Kurhaus gemietet haben, haben wir das mit Regenbogenflaggen beflaggt, um das mal wieder zurückzuholen. Also wir haben schon auch mal versucht, dagegen zu steuern und uns da nicht einschüchtern zu lassen. Sie haben jetzt schon geschildert, wie Sie selbst darauf reagiert haben. Gibt es dann trotzdem so einen Effekt, dass wenn man merkt, man gerät in den Fokus, man wird vielleicht da thematisiert, es geht dann auch in dem Fall ans Eingemachte, wenn es um die Finanzierung geht, das ist ja für viele Institutionen auch so lebensbedrohlich. Gab es bei Ihnen intern auch mal eine Diskussion darüber, müssen wir vielleicht auch irgendwas verändern oder gab es vielleicht auch mal sowas, dass man sich Gedanken gemacht hat, wollen wir vielleicht bestimmte Themen anders angehen, weil wir es irgendwann auch müde sind, da steht ständig im Fokus zu sein. Gab es irgendwelche solche Bedenken oder? Wir haben uns am Anfang, als die AfD ins Rathaus eingezogen ist, Gedanken darüber gemacht, wie wir mit dem umgehen wollen und haben das mal diskutiert. Also nehmen wir die ernst, laden wir die auf Veranstaltungen ein, ignorieren wir die oder bekämpfen wir die? Und wir haben uns dafür entschieden, den Mittelweg zwischen ignorieren und bekämpfen zu gehen. Und also wir wollen uns nicht von der AfD abhängig machen. Wenn die AfD in Wiesbaden so groß sein sollte, dass sie die Kulturpolitik steuern kann, dann ist das eben so. Aber bis dahin wollen wir das alles Mögliche tun, um das zu verhindern. Und man muss die AfD nicht immer mit dem Nationalsozialismus vergleichen, da kriegt man immer einen drauf. Ja, deshalb mache ich das jetzt nicht. Aber der Weg der NSDAP zur Macht ist ein gutes Beispiel dafür, wie verletzlich Demokratie ist. Und wie wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass es die weiter besteht und dass diese Offenheit, die Vielfältigkeit und diese Freiheit weiter existiert. Man muss gar nicht so weit weggehen. Man kann sich das in Polen anschauen, in Ungarn oder auch in der Türkei. Was passiert, wenn die Zivilgesellschaft es zulässt, dass Demokratie abgebaut wird? Und das will ich nicht erleben. Das wollen wir nicht erleben. Und deshalb muss es Aufgabe der Zivilgesellschaft sein, aufzustehen und das nicht einfach hinzunehmen, dass das passiert.
Die NSDAP hat auch keine 50% gebraucht, um die Macht zu ergreifen, sondern da haben 30 gereicht. Und in vielen Bundesländern ist die AfD ja weit größer vertreten als bei uns. Jeder kann das auf seine Weise tun. Und das Bündnis der Vielen oder auch die Kulturschaffenden können das auf ihre Weise tun. Die können ihre Sprachrohre benutzen, das zu kommunizieren. Das machen wir auch. Wir nutzen unsere Reichweite dafür, das zu tun. Und ob die Leute demonstrieren gehen, ob sie in ihrem Bereich, wie wir jetzt uns zusammenschließen und eine solche Erklärung unterzeichnen, jeder kann in seinem Bereich was dafür tun, dass es so weit nicht kommt. Sie haben jetzt die Erklärung der Vielen auch schon angesprochen. Sie sind ja auch Mitinitiator der Wiesbaden-Erklärung der Vielen. War die denn auch eine Form, um mit diesen Angriffen umzugehen? Ja, ich glaube, ja, Entschuldigung. Und vielleicht auch, wie unterscheidet sich das, wenn man einerseits selbst darauf reagiert? Sie haben das ja jetzt beschrieben, auf wie Sie auf diese Attacke reagiert haben mit diesem Vorwurf Hort des Linksterrorismus. Da haben Sie eher diese humorvolle Variante gewählt. Beim zweiten Mal haben Sie sich entschieden, wir machen das jetzt gar nicht mehr groß zum Thema. Wir verschweigen das eher, um dem nicht noch mehr Öffentlichkeit zu geben. Und eine dritte, das waren ja aber alles individuelle Reaktionen des Schlachthofs sozusagen. Und wie unterscheidet sich das nochmal, wenn man den Zusammenschluss sucht, wie das ja die Erklärung der Vielen als Idee hat? Ja, genau. Also erstmal grundsätzlich, wir haben schon häufiger Posts abgesetzt, in der wir die zum Beispiel zur Wahl aufgerufen haben und gesagt haben, geht dahin, damit die AfD nicht so viele Stimmen kriegt, das schon. Aber klar, genau, das war natürlich genau in diesem Kontext. Also wir haben uns auch sehr gefreut darüber, dass es diesen großen Zuspruch gab aus dem AK und aus dem Kulturbeirat. Das ist einfach toll, wenn man die Unterstützung kriegt. Und dann daraufhin. Die vielen sind mir schon vorher mal aufgefallen, aber tatsächlich war das dann der Antrieb, zu sagen, jetzt legen wir noch einen drauf. Und dann bin ich in den AK gegangen und habe das vorgestellt und Margarete hat das dann netterweise in ganz Wiesbaden verteilt. Es lief großartig, wunderbar und haben ganz viele Leute sich sofort gemeldet und sagen, klar zeichnen wir das. Und Sie haben es vorhin schon gesagt, also blöderweise ist es ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und aber es ist so... so schlimm, dass man sowas sagen muss, aber ich habe es vorhin schon mal gesagt, das Zeichnen, und Sie haben es vorhin auch schon mal gesagt, das Zeichnen symbolisiert natürlich, wir sind nicht alleine. Also da gibt es ganz viele und wenn du einen von uns angreifst, dann kriegst du es mit allen zu tun. Das ist natürlich ein ganz tolles Brett. Frau Goldmann, Herr Seipel-Rotter hat es ja gerade schon geschildert, er ist mit der Erklärung der Vielen dann eben in den Arbeitskreis gegangen. Das ist ja schon ein Ort, in dem man seit vielen Jahren den Zusammenschluss gesucht hat. Gibt es jetzt da durch diese Angriffe von rechts eine neue Art von Herausforderung, wenn man sich früher vor allem mit dem Thema beschäftigt hat, wir wollen verhindern, dass die Mittel gekürzt werden, das ist ja was bei Kulturpolitik relativ häufig auf der Tagesordnung steht, dass man das abwehren möchte als Kulturinstitution, hat sich da jetzt was verändert? Ich will noch mal gerne einen Schritt zurückgehen, denn bevor wir die vielen unterzeichnet haben, hat der Arbeitskreis Stadtkultur, da war die vielen waren noch gar nicht das Thema, sofort unmittelbar nach den Angriffen auf den Schlachthof selber eine Stellungnahme erarbeitet und die ist auch von sehr vielen unterzeichnet worden, insgesamt 87, wobei das mit den 87 ein bisschen irreführend ist, denn man denkt dann an 87 Privatpersonen, viele von denen sind Einrichtungen gewesen, wo also die ganze Einrichtung als Einrichtung unterschrieben hat. Und damals haben wir formuliert, der Arbeitskreis Stadtkultur, ein Zusammenschluss von mehr als 30 frei gemeinnützigen Kulturträgern der Stadt Wiesbaden, sieht in dem Vorwurf der Wiesbadener AfD-Rathausfraktion, dass Kulturzentrum Schlachthof Wiesbaden unterstütze Terroristen und dem daraus folgenden Antrag, ihm die öffentliche Unterstützung zu entziehen, einen nicht hinnehmbaren Angriff auf die Freiheit von Kunst und Kultur in unserer Stadt. Die AfD in Wiesbaden versucht ausgerechnet, das Kulturzentrum Schlachthof Wiesbaden, eine starke Kraft, die sich gegen Rassismus und Menschenverachtung engagiert, mit einem Verdacht zu belegen, der durch keine Realität gedeckt ist. Es wird der AfD nicht gelingen, die Wiesbadener Kulturpolitik durch Diffamierung, Diskreditierung und Kriminalisierung von Kultureinrichtungen in ihrem Sinne negativ zu beeinflussen. Wir alle stehen an der Seite des Schlachthofs und treten gemeinsam ein für kulturelle Vielfalt in Freiheit und gegen Hetze und Verleumdung, die auf Kunst- und Kulturbetriebe in unserer Stadt gerichtet sind. Das war der erste Text. Diesen Text... den haben wir auch untereinander formuliert. Das funktioniert bei uns im Arbeitskreis so, dass jemand einen Vorschlag macht und dann geht das per E-Mail rum und dann
sagt der oder diejenige, das muss ich da noch verändern, und da noch haben sich viele daran beteiligt. Aber es ging alles super schnell und wie gesagt, ja, war ganz prima. Und unmittelbar danach kam dann der Text, der Textvorschlag von Hendrik zu den vielen. Und auch der ist genauso durchgegangen und hat genauso viele Leute gefunden, so viele Unterschriften. Wobei unser vielleicht ein bisschen Pech war, dass wir das direkt vor den Sommerferien gemacht haben. Und wir haben einige dann nicht mehr erreicht. Das ist dann so im Schneeballsystem ist das gegangen per E-Mail. Und dann haben sich ganz viele Leute gemeldet von den Kirchen und von allen möglichen Gruppierungen, an die man erstmal so gar nicht gedacht hatte. Aber dann waren die Sommerferien und dann bricht sowas im Moment ab. Das heißt aber nicht, dass irgendwas hier abgebrochen ist, ganz im Gegenteil. Wir haben jetzt nach den Ferien noch nicht Gelegenheit gehabt, im Detail diese Fragen weiter zu diskutieren oder zu vertiefen. Wir hatten jetzt noch keinen Anlass. Wir sind sehr zufrieden damit, wie wir diesen Anlass, wie wir dagegen gesteuert haben und uns erklärt haben und zusammengefunden haben. Und wir sind jetzt in anderen kulturpolitischen Fragen, darauf kommen wir vielleicht nachher nochmal, weil da auch ein Konnex besteht, mit denen wir uns beschäftigen. Aber ich wollte nochmal was sagen zu dieses mit dem Betrauungsakt. Das hat mich ja schon auch irgendwie beschäftigt. Dieser Betrauungsakt ist ja etwas, was, glaube ich, kaum jemand von Ihnen kennt, was das überhaupt ist. Ich wusste das auch nicht, musste mir das auch erstmal anlesen. Das ist ein ganz banaler Verwaltungsakt. Wenn in Deutschland irgendjemand, eine Einrichtung, eine Firma, öffentliche Mittel bezieht, einen Zuschuss bezieht, ab einer bestimmten Größenordnung, dann ist das in Brüssel anzeigepflichtig. Und um diese Anzeigepflicht nicht zu haben, müssen Städte oder wer auch immer Träger ist, müssen einen sogenannten Betrauungsakt mit dieser Firma oder mit der Einrichtung oder mit der Kultureinrichtung, Kulturinitiative schließen. Das ist ein ganz banaler Verwaltungsakt, aus dem die AfD aber was ganz anderes gemacht hat. Das finde ich interessant, weil Sie das vorhin auch schon angesprochen haben. Die schreiben in einer Pressemitteilung, die Betrauung mit der Wahrnehmung von Aufgaben im städtischen Auftrag ist aber etwas ganz anderes. Und hier darf und muss man an den Betrauten andere Maßstäbe anlegen als bei einer punktuellen finanziellen Förderung. Hier handelt der Betraute als Stadt Wiesbaden. Würde die Stadt Wiesbaden sich vorstellen, dass das Rathaus auch so aussieht wie der Schlachthof? Das ist sozusagen die Konklusion. Also die Gleichsetzung von Schlachthof mit Stadt Wiesbaden ist ein Konstrukt, was vollkommen jeder Realität entbehrt, das wissen wir alle, aber es ist auch verwaltungstechnisch vollkommen absurd, weil natürlich Kultur nicht nur von der Stadt organisiert wird, sondern von vielen freien Trägern und die bleiben freien Träger mit allen Rechten und allen Pflichten, die dazugehören. Und man wird nicht durch irgendeinen Verwaltungsakt Stadt Wiesbaden. Aber das wird damit natürlich suggeriert, weil damit nähern wir uns der Frage des Neutralitätsgebotes. Gilt das dann auch für den Schlachthof? Darf der Schlachthof dann auch keine Position mehr beziehen? Und da muss man ganz eindeutig sagen, nein, das ist nicht so. Vielleicht erklären Sie noch mal das Neutralitätsgebot ganz kurz. Das Neutralitätsgebot gilt im Grunde genommen für alle öffentlich Bediensteten, vor allen Dingen für die Beamten selbstverständlich, dass sie keine parteipolitischen Positionen in der Wahrnehmung ihres Amtes beziehen. Ganz banal. Das gilt aber nicht für Kultureinrichtungen. Das muss man sich klar machen. Vielleicht können wir da nachher nochmal drauf kommen. Und deswegen trifft das hier überhaupt nicht. Aber die Suggestion steckt dahinter und die Verunsicherung, die damit einhergeht. Haben die vielleicht doch im Schlachthof irgendwas gemacht, was sie nicht hätten machen dürfen? Vielleicht können Sie auch noch mal resümieren, wie sehen Sie denn diesen Rechtsruck im Bereich der Kulturpolitik? Sie haben da ja viel Erfahrung auf dem Feld. Hat sich da in den letzten Jahren tatsächlich was qualitativ verändert, sodass man auch vielleicht mit der Erklärung der vielen, wie Sie ja schon gesagt hatten, letztlich eigentlich Sachen, die man für selbstverständlich hält, nochmal affirmieren muss und nochmal dafür sozusagen nochmal Unterstützung organisieren muss. Hat sich da viel verändert? Wie hat sich das in der Kulturpolitik ausgedrückt in Ihrer Erfahrung? Ja, ich bin natürlich nicht die Fachfrau, die jetzt über große bundesweite Entwicklung sprechen kann. Klar, das kann hier. Sie. Und wir in Wiesbaden sind im Prinzip bisher ja noch gut davon gekommen. Bei uns fängt das Phänomen jetzt erst so an im Kulturbereich. Insofern würde ich das nicht so ganz grundsätzlich sagen. Aber was mit der Vorbereitung dieses Treffens hier heute
mir nochmal deutlich geworden ist, und das kann ich eigentlich jedem empfehlen, das auch nochmal zu tun, nämlich das Grundgesetz sich daraufhin anzusehen. Das ist schon interessant, das muss man sich einfach immer auch zur Stärkung der eigenen Position klar machen, dass die Kunstfreiheit die Kunstfreiheit ist. Es heißt im Grundgesetz Artikel 5 Absatz 3, Kunst, wissenschaftliche Forschung und Lehre sind frei. Punkt. Da gibt es keine Einschränkungen. Und es gibt niemanden, der hingehen kann und sagen kann, das verbiete ich dir jetzt, außer dem Bundesverfassungsgericht. Da gibt es, wenn man sich da mal so ein bisschen einliest, gibt es da viele Rechtsprechungen, weil es natürlich Fälle gegeben hat, wo das Bundesverfassungsgericht auch sprechen musste und gesprochen hat, und es hat immer in diesem Sinne gesprochen. Das heißt, ich will damit sagen, wir haben da auch ein Bollwerk, was die Kunstfreiheit verteidigt. Und sie verteidigt nicht nur, das ist mir da auch nochmal klar geworden, das Recht jedes Künstlerin, jedes Künstlers ein eigenes Kunstwerk zu erstellen, das in aller Freiheit, sondern das Grundgesetz unterscheidet oder beziehungsweise dann die Auslegung, die Verfassungsrechtler unterscheiden, den Werkbereich und den Wirkbereich. Der Werkbereich ist das, was zur Entstehung der Kunst beiträgt. Der Wirkbereich heißt, dass neben den Künstlerinnen und Künstlern auch die Personen, die Kunstwerke ausstellen und vorführen, Galeristen, Theaterintendanten, Verleger und so weiter und auch soziokulturelle Zentren, soweit sie zur Herstellung der Beziehung zwischen Künstler und Publikum bedürfen, die auch diese Personen durch die Kunstfreiheitsgarantie geschützt sind und eine solche vermittelnde Tätigkeit ausüben dürfen, ohne jede Zensur. Also von daher sage ich jetzt mal, können wir uns, ich will nicht sagen zurücklehnen, das ist natürlich Unsinn, aber wir können uns auch ein bisschen sicher fühlen. Und dieser Paragraph 5 im Grundgesetz, der ist ja nicht umsonst in unsere Verfassung reingekommen. Und der ist nicht reingekommen von denen, die Marc Jongen und andere dann da aus dem Kulturbetrieb gerne wieder rausdrängen möchten, nämlich die Versifften, die 68er. Sondern das ist mir auch nochmal deutlich geworden, es ist unsere Vätergeneration. Es ist die Generation meiner Eltern. Hilmar Hoffmann, Hermann Glaser sind Kinder der 20er, 30er Jahre. Da sind die geboren, die haben ihre Jugend noch in der Nazizeit verbracht. Hilmar Hoffmann hat kurz vor seinem Tod mit knapp an die 90, weiß gar nicht genau, 90, 90 sein, hat er noch das 50. Buch veröffentlicht, wo er seine Geschichte als Hitlerjunge dargestellt hat und seine Zeit dann in der Gefangenschaft und wie er von der Demokratie überzeugt wurde. Es war jemand, der eine nationalsozialistisch sehr engagierte Mutter hatte. Also diese Generation, die hat dafür gesorgt, dass dieser Artikel 5 dann in den 70er Jahren zu der Kulturpolitik geworden ist, die wir heute als völlig selbstverständlich ansehen. Das Öffnen von Räumen, die Verbindung von Kunst und Leben, dass Menschen die Chance haben, an der Kultur teilzuhaben, Kultur für alle und so weiter, die Vielfalt, all diese Begriffe, die die Kulturpolitik in den letzten 50 Jahren geprägt haben, die kommen von der Generation und die haben diesen Artikel 5 ernst genommen, weil sie wussten, warum, was es bedeutet, ihn nicht ernst zu nehmen. Und wir sind jetzt sozusagen wieder die nächste Generation, die mit diesen Fragen konfrontiert sind. Und das, finde ich, ist so ein zweites Bollwerk, wer sich ein bisschen mit Kulturpolitik beschäftigt, stellt fest, dass dieses Politikfeld, das hält ja, wir hatten ja manche für so ein irgendwie doch Nebensächliches und Unbedeutendes, sich in den letzten 50 Jahren enorm professionalisiert hat, einen großen Diskurs geführt hat, auch stark in die Gesellschaft hinein vernetzt über viele Tagungen, Publikationen und so weiter. Und dieser gesamte Diskurs hat immer parteiübergreifend stattgefunden. Da gab es keine Rechten, die gab es eben da auch noch nicht so in dem Maße. Und hat im großen Stil jede Stadt erreicht, jeden Ort erreicht, die ländlichen Regionen. Und auch das, denke ich, ist ein Bollwerk. Und ich empfehle einfach, wir haben ja die Buchmesse, deswegen habe ich ein paar Bücher mitgebracht, dieses Buch, Kultur in Deutschland, das können Sie runterladen, das finden Sie im Netz. Das ist das Ergebnis einer Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages, die hat mir 2 Jahre lang getagt. Mittlerweile ist dieses Werk
10 Jahre alt, aber da können Sie alles nachlesen, was wichtig ist für unsere Kulturpolitik. Daran muss man sich dann auch erstmal abarbeiten. Und nicht zuletzt kann man empfehlen, die Bücher, die in den 70ern entstanden sind, von Hilmar Hoffmann, Kultur für alle, oder von Hermann Glaser, dem großen Kulturdezernenten aus Nürnberg, Bürgerrecht, Kultur, finden Sie alles antiquarisch. Ja, und nicht zuletzt an diesem Diskurs teil hat die Kulturpolitische Gesellschaft, ich war einige Jahre im Vorstand, eine Gesellschaft, die Kulturpolitik verhandelt, mit vielen Tagungen, mit vielen Kooperationspartnern. Und auch diese Gesellschaft gibt es seit 40 Jahren und eigentlich fast alle wichtigen Kulturdezernenten und Kulturmitarbeiter von Verwaltungen, Bibliotheken, Museen, Theatern sind hier Mitglied. Und das ist unser stabiles Fundament, auf dem wir uns bewegen und das uns hilft, genau diese Krisen durchzustehen. Und wie wir das hier am Ort gemacht haben, das hat der Hendrik gerade schon wunderbar beschrieben. Und in dem Sinne werden wir mutig weiter da sein. Vielen Dank. Frau Ayadi, Sie haben es vorhin schon kurz im Vortrag thematisiert und Frau Goldmann hat es gerade angesprochen, die Kulturpolitik ist jetzt nicht eins der Politikfelder, was man jetzt sofort mit dem als sozusagen das Kern, als ein Kern der rechten Politik vielleicht identifizieren würde, wenn man erstmal so drüber nachdenkt. Was glauben Sie denn, warum hat die AfD inzwischen da so viel Energie reingesteckt oder warum haben Sie das als ein Feld entdeckt, wo Sie vielleicht hoffen, Fortschritte machen zu können? Also wenn man sich mal anguckt, was in den letzten Jahren passiert ist, in den letzten 2 Jahren, die Angriffe auf Kultureinrichtungen haben einfach massiv zugenommen und es hat ein bisschen den Eindruck, als würde hier auch ein neues Feindbild aufgebaut werden, genau wie das Feindbild Lügenpresse. Wir wissen alle, dieser Begriff quasi durch Wutbürger und AfD-Klientel geprägt wurde und was damit gemeint ist, dass quasi klassische Medien Lügen verbreiten würden und nur noch rechte Seiten die Wahrheit schreiben würden, was sich andere nicht trauen. Und ich habe das Gefühl, dass dasselbe gerade auch so ein bisschen mit Kultureinrichtungen passiert, dass das alles hier linksgrün versiffte Einrichtungen sind, weil hier eben für eine offene Gesellschaft gestritten wird und möglicherweise auch flüchtlingsfreundliche Stücke auf die Bühne gebracht wird und eine multikulturelle Gesellschaft hier beschrieben wird. Wie viel hat es damit zu tun mit dieser Vorstellung, dass man im vorpolitischen Raum die Gewichte in der Gesellschaft verschieben will? Ist die Kultur da ein Ort, wo die Rechte denkt, da könnte das auch gelingen, da könnte das auch einen Effekt haben, der dann später auch vielleicht ins Parlament wirkt oder eben so eine ganze Grundstimmung betrifft? Es klang ja gerade in meinem Vortrag ein bisschen an, dass dieser Begriff der Metapolitik zentral ist für die neue Rechte und das heißt eben, dass alle Teile der Gesellschaft, dass man in alle Teile der Gesellschaft eindringen will. Und natürlich ist da Kunst und Kultur ein enorm wichtiges Feld, aber es ist halt nicht nur die Kultur, die betroffen ist, es sind alle Teile der Gesellschaft, in die die AfD und die neue Rechte eindringt. Mit ihren Ideologien, um versuchen so die Stimmung im Land eben umzudrehen, die Grenzen des Sagbaren zu verstehen. Das sehen wir ja in allen Bereichen eigentlich. Vielen Dank. Sie haben sich gerade noch mal kurz gemeldet. Vielleicht noch als Ergänzung. Kulturpolitik ist ja in Deutschland vor allem Kommunalpolitik. Das heißt, Kulturpolitik ist ganz nah an den Menschen. Das ist nicht abgehoben. In vielen anderen Politikbereichen der Kommune ist das, was da dort geschieht, eigentlich geregelt. Also im Sozialbereich unterliegt vieles Landes- und Bundesregelungen und Gesetzen. Da ist der Gestaltungsraum ja gar nicht so groß. Oder in der Ordnungspolitik haben Sie den Gestaltungsspielraum nicht. Das ist sozusagen die Krux der Kultur, ist, dass sie die freiwillige Aufgabe ist. Aber weil sie eine freiwillige Aufgabe ist, hat sie auch enorme Gestaltungspotenziale. Und da kann man eingreifen. Man versucht eben genau darüber, das geistige Klima einer Stadt, eines Ortes zu verändern. Wir haben ja jetzt auch schon gesehen in den Beispielen, es geht da ja sehr häufig ums Geld. Es geht ja häufig darum, die Finanzierung auch anzugreifen von Projekten, die unliebsam sind oder die man behindern möchte in ihrer Arbeit oder vielleicht sogar zerstören. Was glauben Sie denn, gäbe es auch Möglichkeiten, wie man andere Formen der Finanzierung finden kann, um solche Angriffe abzuwehren oder um diese Möglichkeit überhaupt nicht zu bieten? Wäre das sinnvoll? Also ich wüsste nicht im Kulturbereich, wie das funktionieren soll, quasi auf Fördergelder zu verzichten, außer sich in gewisser Weise
bestimmten, also wenn es jetzt Mäzene wäre, könnten wir das vielleicht so sein, aber ansonsten haben ja Sponsoren immer einen bestimmten Antrieb, warum die einem Gelder geben. Und von daher ist die öffentliche Hand schon in der Pflicht, auch Kultur zu fördern. Und das macht ja auch die Unabhängigkeit der Kulturstätten aus. Wir könnten gar keine Kulturförderung in dem Sinne, wie wir das machen, betreiben, wenn wir nicht Kulturfördermaßnahmen bekommen würden. Also wir machen ganz viele Veranstaltungen, bei der wir schon vorher wissen, dass sie sich gar nicht rechnen. Wir machen viele Theaterproduktionen. Wir machen solche politischen Veranstaltungen, ja, die würden sich ja gar nicht rechnen, ohne dass das eine Querfinanzierung ist. Und wir nehmen schon selber Gelder in die Hand. Also wir haben mehr als 95% Eigenfinanzierung, und das heißt, wir machen schon durch viele Einnahmen aus großen Konzerten beispielsweise, werden kleinere Sachen querfinanziert, und dann nimmt diese Förderung eben dann den Rest ein, sodass wir da so ein bisschen unabhängiger sind. Nee, das könnte ich mir nicht vorstellen, aber es ist ja glücklicherweise noch nicht so weit. Margarete hat auch so vorhin gesagt, wir können uns ein bisschen zurücklehnen. Ja, also es sieht ja noch nicht so aus, als dass wir bald so weit sind, hoffentlich. Aber man muss das trotzdem weiter betreiben. Also man muss das sagen. Also ich finde es wichtig, dass man das sagt. Und wir handeln ja auch so. Und dass die AfD uns angegriffen hat, ist ja jetzt kein Zufall. Unser Programm ist total vielfältig. Wir machen Musik mit Flüchtlingen, wir machen eine Reihe mit, so heißt Boundless, mit Künstlern von der ganzen Welt. Auch aus Syrien hatten wir welche. Wir haben eine türkische Psychedelic-Reihe. Wir haben auf allen großen Veranstaltungen geben wir Initiativen und Vereinen die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Sea Shepherd, Warmes Wiesbaden. Wir haben das bei den Großveranstaltungen, haben wir das Mahnmal am Schlachthof. Das an die Deportation der Juden erinnert, das wird in die großen Veranstaltungen integriert, dass die Leute, wenn sie hingehen, wissen, wo sie sind, und auch vom aktiven Museum Spiegelgasse bespielt. Also natürlich wollen die das angreifen. Ne? Also da kann man sich ja in gewisser Weise auch geadelt fühlen, was haben wir ja auch. Also wenn die AfD einen hasst, hat man wahrscheinlich alles richtig gemacht, und von daher, so sind wir mit dem ersten Post auch umgegangen, aber es ist natürlich eigentlich nicht witzig. Frau Goldmann, kennen Sie denn irgendwelche Modelle, wo man sagen würde, man versucht, diese Mittelvergabe dem parteipolitischen Einfluss zu entziehen? Sie hatten mir im Vorgespräch gesagt, das wäre eigentlich vielleicht auch ein Weg. Ja, das Interessante ist ja, dass wir hier in Wiesbaden im Augenblick dabei sind, einen Kulturentwicklungsplan auf die Beine zu stellen. Für alle, die jetzt vielleicht etwas zusammenzucken, die Kultur kann man doch nicht planen, nur Folgendes: Es geht nicht darum, Kunst und Kultur zu planen, sondern es geht darum, die Kulturentwicklung zu planen. Das heißt, Rahmenbedingungen zu überlegen, wie Kunst und Kultur in dieser Stadt besonders gut gedeihen und gefördert werden können. Und in diesem Zusammenhang stellt sich natürlich auch die Frage, wie ist das hier mit der Finanzierung unserer Kultur in Wiesbaden, und vor allen Dingen, wer legt das fest? Ich habe vor kurzem, das können Sie auch nochmal nachsehen, gab es eine Sendung von Kulturzeit vom 3. September. Da wurde der Kultursenator von Hamburg, Carsten Proster, interviewt, und der hat gesagt, selbstverständlich gehört die Kulturfinanzierung nicht, also die Festlegung der Kulturfinanzierung nicht in die Hände der Politik und auch nicht in die Hände der Behörde. Wir in Hamburg machen das ausschließlich über Fachjurys. Also es geht. In Wiesbaden läuft das anders. In Wiesbaden ist es so, dass die Kommunalpolitiker der Kooperation selber festlegen, wer wie viel Geld künftig bekommt oder nicht bekommt. Das, finde ich, ist überhaupt kein Verfahren, was wir auf die Dauer weiterführen sollten. Wir haben ja im Augenblick gutwillige Kommunalpolitiker, insofern funktioniert es. Aber wenn die Situation erreicht werden sollte, dass die AfD mitsprechen kann, ja, dann, Gnade Gott, ja, das ist ja gar nicht auszudenken. Also glaube ich, dass wir, und ich denke, da sind wir auch in unserem Arbeitskreis Stadtkultur einig, dass wir im Zusammenhang mit der Kulturentwicklungsplanung auch darüber nachdenken müssen, wie werden die Gelder künftig in Wiesbaden besser verteilt, politikfern und vielleicht auch fern von den Vorstellungen, die das Kulturamt hat. Aber da will ich jetzt auch nicht vorgreifen, ich will nur den Rahmen kurz schildern, wo wir unbedingt nachdenken müssen.
Das Schöne an dem Kulturentwicklungsplan in Wiesbaden, dass da auch mit den Kulturschaffenden und den Kulturträgern gemeinsam nachgedacht wird. Das machen also nicht irgendwelche Fachleute, die von außen kommen und dann Papier abliefern, sondern das ist wirklich im sehr guten Dialog, findet da statt. Das Zweite, was ich denke, was wir hier unbedingt bräuchten, ist eine Verstärkung kultureller Bildung. Vorhin wurde die politische Bildung angesprochen. Kulturelle Bildung ist auch ein Thema, was in Wiesbaden, finde ich, etwas unterbelichtet ist. Die Teilhabe, die Teilnahme von Menschen aus anderen kulturellen Milieus, aus den Stadtteilen an unseren Kulturveranstaltungen, ich glaube, da könnten wir noch einiges zulegen, das halte ich für bitter notwendig. Das ist der Punkt 2. Und das Ganze geht nur, und das hat der Kulturbeirat ja beschlossen, wenn die Kultur in Wiesbaden finanziell etwas gehoben wird. Es steht die Förderung von 5 Millionen Euro im Raum zusätzlich. Das ist keine überhöhte Zahl, weil die Kultureinrichtungen in Wiesbaden in den letzten Jahren nicht besonders gut gefördert wurden, am ganz kurzen Zügel gehalten wurden, immer so knapp an der Existenzgrenze, aber damit eigentlich auch ihre Möglichkeiten gar nicht entwickeln konnten. Und wir wollen uns genau, das hat auch was mit der AfD zu tun. Wenn man sich der AfD nicht beugen will, dann muss man die Kultur im Grunde genommen wirklich zum Glänzen bringen. Da muss man die Möglichkeiten, die da drin stecken, die vielen tollen Leute, die im Kulturbereich in dieser Stadt arbeiten, die muss man nehmen und deren Vermögen, das, was sie können, das geben sie der Stadt und dafür müssen sie einen angemessenen Gegenwert bekommen. Um nichts anderes geht es und das haben wir mit 5 Millionen abgebildet. So, für unsere Abschlussrunde möchte ich Sie nochmal fragen, was Sie jeweils glauben, in welchen Bereichen wir in Zukunft besonders wachsam sein sollten. Das muss jetzt vielleicht nicht nur die Kultur betreffen, könnte auch ein anderes Feld sein, könnte auch mit Ihrer eigenen Erfahrung jeweils zu tun haben. Und als Zweites vielleicht auch noch einen Wunsch, den Sie haben, wie die Zivilgesellschaft, wie auch Einzelne, die vielleicht jetzt nicht in der kulturpolitischen Organisation oder in einem Zentrum arbeiten, wie die vielleicht reagieren könnten, wenn Sie sich Angriffen ausgesetzt sehen oder wenn Unterstützung nötig ist. Vielleicht fangen wir bei Ihnen an, Frau Jadi. Also was ich mir wünschen würde, auch im Hinblick auf meine Arbeit, ist, dass dieser gesellschaftliche Aufschrei, dass hier gerade irgendwie was echt im Argen liegt, dass unsere Demokratie in Gefahr ist, nicht erst dann passiert, wenn wieder rechtsextreme Morde passieren, wie jetzt in Halle. Jetzt sind wieder alle ganz, ganz aufgeregt, dass es tatsächlich noch Antisemitismus in Deutschland gibt. Hätte man ja nicht gedacht, dass es den immer noch gibt, aber natürlich, den gab es immer und den wird es wahrscheinlich auch noch eine Weile geben, wenn man da nicht effektiv gegenarbeitet. Deswegen würde ich mir hoffen, dass dieses zivilgesellschaftliche Engagement, das man immer weiter fördern muss, dass das einfach ein bisschen beständiger wird und auch lauter, dass wir als Demokraten uns einfach auch mehr zusammenschließen und auch einfach sichtbarer werden und uns nicht von der AfD einschüchtern lassen. Das sehe ich genauso. Ich habe es ja vorhin auch schon mal anklingen lassen, dass jeder in seinem Bereich die Ressourcen, die er hat, nutzen kann, um das zu dokumentieren und zu spiegeln. Die AfD, es gibt ja, wir haben ja damals auch die Veranstaltung mit der Aussteigerin gemacht, immer ein bisschen so ambivalent, wie geht mit denen um? Also solange die sich nicht von denen distanzieren, die Rechtsradikalen in ihrer Partei, solange sind die einfach weder wählbar noch in irgendeiner Weise diskutierbar. Und wenn da Leute aussteigen wollen, sind die herzlich willkommen. Das haben wir mit der Franziska Schreiber ja genauso gemacht. Natürlich darf die sich artikulieren. Wir haben auch schon Veranstaltungen mit Leuten gemacht, die aus der NPD ausgestiegen sind und quasi einen neuen Weg suchen. Dieser Weg muss in der Demokratie immer offen sein, dass man denen geht und sagt, ich will hier raus. Also die sollen nicht ewig stigmatisiert sein, aber im Moment einfach muss man das bekämpfen und muss vielleicht auch dadurch, vielleicht erreicht man auch durch dieses Aufzeigen und immer wieder darstellen, wie unsäglich das ist, auch genau das, dass Leute sich aus dieser Partei lösen und sagen, ich mach da nicht mehr mit. Und da hätten wir ja auch viel gewonnen mit. Das würde ich mir wünschen, dass einfach die Zivilgesellschaft da immer aufsteht und sagt, nee, das ist nicht mit uns. Und das passiert ja auch ganz oft, dass es gibt Veranstaltungen und dann gibt es immer Gegendemonstranten. Manchmal sind die auch irgendwie 10-mal so viel wie die das selber machen. Das finde ich super. Und das gibt dann immer auch das Gefühl, das ist gut. Also da passiert was, ja. Und trotzdem finde die Prozentzahlen immer erschreckend hoch, wie viele Leute glauben, dass das eine wählbare Alternative ist.
Deshalb muss man, glaube ich, einfach weiter dahin arbeiten, dass die Leute auch verstehen, das ist nicht der Fall. Und ganz konkret, wenn Sie nochmal ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerieten, was würden Sie sich wünschen von Leuten, die sonst zu Ihnen zum Konzert kommen oder die vielleicht den Schlachthof mögen oder die einfach nicht, das nicht in Ordnung finden, wenn ein soziokulturelles Zentrum angegriffen wird? Eigentlich war die Rückmeldung, die wir aus dem, was wir gemacht haben, so stark. Also da würde ich jetzt gar nicht sagen wollen, ich bin mit irgendwas unzufrieden. Das war großartig. Und so wünsche ich mir das nächstes Mal auch wieder. Und wenn es 1000 weniger sind, bin ich immer noch glücklich. Frau Goldmann. Ja, es gibt den schönen Spruch, Demokratie ist kein Zuschauersport. Wir müssen alle Mitspieler werden, irgendwie. Das muss jeder für sich überlegen, an welcher Stelle er oder sie tätig werden kann. Ich glaube, wir können ganz stolz sein, dass wir den Arbeitskreis Stadtkultur haben. Das ist sozusagen das einzige Gremium, in dem sich regelmäßig einmal im Monat die Kulturträger treffen, alles diskutieren können, und sollte da irgendwas ruchbar werden, egal was, dann werden wir wieder da sein, das ist gar keine Frage. Und wie ich sehe, werden Sie dann vielleicht auch wieder da sein. Vielen Dank. Ja, wir haben ja auch heute Abend schon gehört, ein wichtiges Thema ist die Frage der Vernetzung. Dazu soll heute auch ziemlich viel Raum noch sein. Die Bar ist hinten weiterhin noch geöffnet. Ich kann mich an dieser Stelle nochmal bei Ihnen allen bedanken für Ihre wichtigen Beiträge beim Podium, beim Vortrag, für die Erfahrungen, die Sie mitgebracht haben, für das, was Sie uns geschildert haben, und auch die guten Beispiele, wie man damit umgehen kann. Ich bedanke mich auch bei Ihnen für das Interesse und für die Geduld, und ich übergebe.